Willkommen bei Brandenmunters Asthma Physik Astro TV. Im heutigen Video wollen wir uns mit der Beobachtung des Wildentenhaufens beschäftigen. Wir hatten ja zuvor zwei Videos drüber gehabt. Einmal, wo wir über Eigenschaften geredet haben, also Alter und so weiter. Und einmal haben wir uns mit Sky Safari auseinandergesetzt, wo ich dargestellt habe, wie die Lage am Himmel so ist und wie es so aussieht und so weiter. Aber heute soll es um die Beobachtung gehen. Als erstes müssen wir den Haufen betrachten. Wollen wir weitermachen. Also, ich habe hier zwei Pfeile eingezeichnet und ein Kreuz. Das Kreuz stellt ein Zentrum des Haufens dar. Und südöstlich des Zentrums befindet sich der hellste Stern, was eine Größenklasse von 8 Magnituden hat. Etwas über dem Zentrum sozusagen befindet sich eine sternarme Region von Ost nach West. Deswegen habe ich ja den Pfeil in die Westrichtung eingezeichnet. Und dann noch weiter etwas höher haben wir ja eine große Zusammenballung von Sternen. So sieht der Haufen aus. Jetzt geht's weiter. Wir wissen ja, dass sich Messier 11 sich im Sternbild Schild befindet. Wenn wir über Beobachtung ja reden, müssen wir natürlich auch wissen, aha, es ist ein Sternbild, also Schild ist ein Sternbild, was sich in der Nähe des Himmelsäquators sich befindet. Und wenn sich ein Sternbild in der Nähe des Himmelsäquators befindet, es ist nahezu auf der gesamten Erde sichtbar. Also ist schon mal eine richtige Feststellung. Aber wann können wir das von Mitteleuropa aus beobachten? Im Sommer. Also wir sehen ja, dass das Schild ein Sommer Sternbild ist, aber es reicht uns natürlich nicht aus, weil ein Sternbild hat ja viele Objekte. Da muss man natürlich diesen Sternhaufen auch finden. Wie finden wir die? Wir sehen ja hier nochmal den Sternbild Adler. Adler ist ein Nachbarsternbild von Sternbildschild und die sicheren Aufsuchhilfen stellen zwei Sterne dar, die sich am Schwanzendel des Adlers befinden. Das ist einmal 12 Equilae und einmal Lambda Equilae. Das sind Sterne, die sich am Schwanzende des Adlers befinden. Und das sind sichere Aufsuchhilfe, um Messier 11 zu finden. Aber wichtig zu sagen auch ist, Messier 11 kann man nicht mit bloßen Augen erkennen. Auch wenn das von scheinbarer Helligkeit her gesehen theoretisch möglich ist, weil man sagt ja, dass alle Objekte bis aus Größenklasse 6 beobachtet werden können. Das sind hier 5,4, aber es geht trotzdem nicht. Also um zu beobachten, braucht man wenigstens einen Feldstecher, damit man schon mal einen Nebelfleck erkennt. Wenn man den kompletten Sternbild sehen will, braucht man schon mal ein Teleskop oder irgend sowas, damit man auch die Mitglieder von den Haufen differenzieren könnte, dass man auch einzelne Sterne auch erkennt. Jetzt reden wir auch mal ein bisschen zur früheren Beobachtung. Es wurde entdeckt von Gottfried Kirch im Jahre 1681. Und William Darham hat das erste im Jahre 1733 eine Ansammlung von Sternen mit einem 8-Fuß-Spiegelteleskop gemacht. Und bis zur Messias Zeit war dieser Wildentenhaufen sehr gut bekannt und schon von Astronomen in Deutschland, England und Frankreich beobachtet worden. Und Messier hat halt, also Messier ist sozusagen eine Person und den Katalog, was er geführt hat, heißt Messier-Katalog, der hatte 110 Objekte eingetragen. Und Messier 11, also das ist das 11. Objekt des Messier-Katalogs, hat Messier am 30.05.1764 seinen Katalog aufgenommen. So, eigentlich haben wir jetzt alles dazu gesagt. Jetzt beenden wir das Video. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Danke fürs Zusehen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Und trinkt nicht zu viel, okay? Weil das ist nicht gesund.